Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, letztes Mal sind wir dabei stehen geblieben, dass wir hier immer die komischen BP-Punkte mal übertragen sollen. Das werden wir jetzt auch mal machen hier. Übertragen. Na und den 150 Stück will der haben. Ey, Mann, 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 kriegen wir Wurf, sieht der, ey, toll. Ist natürlich sehr wichtig, aber hey. Bring, bring, danke für die Unterstützung, Nico. Tut mir leid, dass wir das Ganze übers Handy machen müssen, aber uns kommen sicher aus so ein paar zündende Idee für neue Wurfstile. Also da musst du dich so und das Bein so, dann so, ja ich hab's, das ist es. Alles klar, mit dir darüber zu sprechen, hat mir wirklich geholfen, etwas Passables auszuarbeiten. Wenn du deinen Wurfstil ändern willst, wende dich einfach wieder an mich. Schon erledigt, nicht schlecht. Und das, obwohl es das erste Mal für dich war. Du scheinst echt etwas drauf zu haben. Ich habe noch ein tolles Geschenk für dich. Ein super Fang, wie du kann damit sicher was anfangen. Oh, ja. Hier, das kannst du auch noch haben. Wenn du das trägst, sind wir im Partnerlook unterwegs. Wie gesagt, wir sind jetzt vorläufige AG-Buddies. Also kannst du die Kiste benutzen, wann du willst. Hier habe ich noch einen Knaller für dich. Momentan darfst du dir ja unbegrenzt viele Snacks nehmen. Ein besonderes AG-Angebot. Du meinst die ganzen Packungen, die du aufgebrochen und vergessen hast? Keine Ahnung, wie lange die hier schon rumliegen. Und lass besser die Finger davon. So, nach dem ganzen Erklären knurrt mir übelst der Magen. Ich glaube, ich mache einen Abstecher in die Mensa. Wenn du offizielles Mitglied werden willst, könntest du uns bei dem Mensa-Date darüber unterhalten. Keinem was? Wir sehen uns. So ein Trottel. Das geht nur seinen Kopf vor. Oder ein Mensa-Date? Was soll das bitte bedeuten? Entspann dich. Ich sage nur, als ob mich dieses Date-Gerede auch nur am geringsten interessieren würde. Sorry, dieser Raum stresst mich einfach. Lass es woanders hingehen. Irgendwo, wo sich niemand einmischt. Wie wär's mit deinem Zimmer? Okay. So, das ist also dein Zimmer. Fast alle Schüler wohnen in Schlafräumen hier in einer Blaubeerakademie, weißt du? Hier findest du es so im Vergleich zu den Zimmern in deiner Akademie. Alles sehr blau, neu. Alles sehr blau. Naja, wir haben ja auch Blaubeeren im Namen. Klar, dass alles blau ist. Du kannst mich ja demnächst mal in mein Zimmer besuchen. Ach richtig, ich wollte dich noch mit dir über ein paar Dinge reden. Über Levi zum Beispiel und über Jo. Levi. Hör, Levi, dieser Knallkopf, darfst du auf keinen Fall vertrauen. Er hat immer so eine Null-Bock-Ausstrahlung, aber man weiß nie, was er gerade wieder ausheckt. Dieser Volltrottel regt mich echt auf. Er geht auch kaum zum Unterricht und ist schon dreimal sitzen geblieben. Träume jedenfalls nicht über den Weg, auf keinen Fall, klar? Da gibt es noch etwas. Jo. Jo, ich meine, du hast ihn ja vorhin gesehen, in letzter Zeit macht er mir Angst. Seit wir aus Kitagami zurück sind, ist er irgendwie ein ganz anderer Mensch. Tag ein Tag austreten er und kämpft er mit seinem Pokémon, selbst wenn er dafür seinen Schlaf opfern muss. Er ist wirklich viel stärker geworden, sogar Levi, der mal der stärkste an der Akademie war, hat gegen ihn verloren. Mittlerweile ist so der Leiter der Liga AG und Champ der Blaubeerliga. Bestimmt hat er viel zu tun, in letzter Zeit redet er kaum noch mit mir. Aber was soll's, das ist wahrscheinlich nur so eine Phase von ihm. Du hast dich verändert, aber du bist immer noch du. Bitte sei ihm auch weiterhin eine gute Freundin, ja? Ja. Danke. Ja, du hast jetzt gleich dein Mensa-Date. Ich meine, du triffst gleich mit Levi, oder? Ich würde gerne mitkommen, aber ich muss heute noch dringend einen Aufsatz fertig schreiben. Es wäre cool, wenn du dich der Liga G, wenn du der Liga B beitreten würdest. Wenn Levi dir irgendwie blöd kommt, verpasst ihn einfach einen doppelten Doppelkick. Einen ordentlichen Doppelkick. So. Okay, dann Mensa. Oh, das dürfen sogar woanders sein von der Theorie her. Aber wir sollen jetzt im Mensa. So. Wo ist er denn? Hallo? Gibt's der hier? Ach, hier vorne.
Hey, was geht, Nico? Im Stehen fällt sich nicht so bequem, lässt sich doch hin. Also, wenn du mich fragst, ist das Akademie-Menü das Beste hier in der Mensa. Da sind so viele weiche Zutaten drin, dass man kaum mehr kauen muss. Das klingt super. Ja, oder? Eine Antwort ganz nach meinem Geschmack, hehe. Sag mal, du hast doch starke Pokémon, oder? Mit so einem Team könntest du versuchen, an die Spitze der Blaubeerliga zu kommen. Wäre das nicht krass, wenn es ausgerechnet eine Austauschschüre nach ganz oben schaffen würde? Deshalb fände ich es cool, wenn du an der Blaubeerliga teilnehmen würdest, ne? Bin dabei. Wo sein Majestät gibt sich die Ehre. Oh, da ist der Champ. Und die Top 4. Nee, was wolltest du besprechen? Auch immer die andere ist auch von der Top 4. Wusstest du das schon? Die Tara oder wie die hieß? Keine Ahnung. Hat nichts Besonderes. Dachte nur, wir könnten mal wieder zusammen in Happen essen. Die Mensa ist als Treffpunkt dafür, wie beschaffen, findest du nicht auch? So eine Zeitverschwendung. Sollst du nicht lieber deine Pokémon trainieren, wenn du für so etwas Zeit hast? Kein Wunder, dass du mal gegen mich verlierst. Voll abgeblitzt. Kann ich nicht mal die Anwesenheit deiner Lieblingsfreundin umstimmen? Was, Neko? Lang nicht gesehen. Was machst du hier? Hallo, wusstest du es einfach nicht? Sie ist als Austauschschülerin hier. Stimmt das wirklich? Ja, ich kann das auch bestätigen. Direktor Keanu hat uns im Eingangsbereich einander vorgestellt. Wir zwei verstehen uns schon blendend. Ich habe sie auch gerade eingeladen, an der Blaubeerliga teilzunehmen. Gut, das gefällt mir. Da kocht gleich die Stimmung. Was? Noch nie zuvor hat eine Schüler in einer anderen Schule an der Blaubeerliga teilgenommen. Ja, eben. Joko mag zwar eine starke Trainerin sein, aber es geht schon fast zu weit. Ach komm schon, sei doch keine Spielverderberin. Sie besucht denselben Unterricht wie wir und hat ein Zimmer an unserer Akademie. Das reicht doch wohl, um sie genauso zu behandeln wie alle anderen. Außerdem wird sie doch ihr doch so viel Wert auf die Selbstständigkeit der Schüler gelegt. Gut, dann stimmen wir halt ab. Ich bin natürlich voll dafür. Tara, was meinst du? Ich tut mir leid, aber ich finde, dass es gegen die Regeln verstößt. Matt? Ich find's gut. Wenn sie jetzt zur Schule geht, ist sie auch eine Schülerin in der Akademie, oder nicht? Was sagst du dazu, Erin? Erntag ist nicht mit den Regeln vereinbar. Meine Haltung ist dazu negativ. Bin unentschieden also. Na, dann fragen wir doch mal den Champ, der Blaubeerliga, nach seiner Meinung. Sag an, Jo. Mir ist egal, wer sich mir entgegenstellt. Ich verliere eh nicht. Nee, dann wäre es wohl entschieden. Aber Jo. Ewi, so ein manipulatives Verhalten ist ein absolutes No-Go. Sorry, Neko, jetzt haben wir dich schon fast dazu gezwungen, an der Blaubeerliga teilzunehmen. Aber überleg doch mal, du könntest deine Freundschaft zu Jo vertiefen, hm? Und keine Sorge, du hast natürlich meine volle Unterstützung. Jedenfalls solltest du dich jetzt auch offiziell anmelden. Komm, wir gehen direkt zum Empfang am Eingang. Okay, dann gehen wir mal zum Empfang. Hey, da bist du ja. Kannst du dich anmelden. Hm. Hallo, wie kann ich dir behilflich sein? Ich will an einem Blaubeerliga teilnehmen. Entschuldige, aber du scheinst im Austausch hier zu sein. Es wollte leider, dass kein offizieller Schüler der Blaubeer-Akademie bist. Ach, papalapap. Wir haben vorhin unter der Top 4 besprochen, dass das klar geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einfach so daumen kann, Levi. Das ist genauso wie Levi gesagt hat. Ich habe die Teilnahme von Evo genehmigt. Verstanden, sehr wohl, Champ. Einen Moment bitte. Oh, da hat sie uns aber aus der Patsche geholfen. Hätte ich nicht von dir erwartet. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du irgendwas im Schilde führst. Ob ich damit gegen Neko antreten kann, soll es mir recht sein. Nee. Na dann ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Neko. Bitte verlierst, bevor du gegen mich kämpfst, werde ich dir das nie verzeihen. Ich werde mein Bestes geben.
Gut. Wenn du bis zur Spitze geschafft hast und wir uns gegenüberstehen, dann werde ich dir zeigen, wie sehr ich mich verändert habe. Jo, wie redest du denn mit Neko? Halt den Mund, Hanna. Leute. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich auf diesen Kampf brenne. Das wird ein Spaß. Bitte entschuldige, Neko. Jo, ist ganz schön schroff geworden, oder? Ich habe selber auch schon länger nicht mehr mit ihm gesprochen, aber das ging ja gar nicht. Tja, als hochgeschätzter Chef ist man halt was ganz Besonderes. Evi, du bist doch bestimmt schuld daran, dass Neko in der Kampfliga, in der Liga Kram verwickelt wurde. Moment, Moment, die Idee dafür kam von ihr. Ist das so, oder Neko? Nein. Nein? Ach so, ja, wir sind zusammen auf die Idee gekommen, aber du hast entschieden. Jetzt kannst du doch kaum erwarten, dass ich, dass ich dir an der Nasenspitze an. Irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht. Wenn du eh schon dabei bist, solltest du dich auch anstrengen. Ich wünsche dir viel Glück. Und bitte, kümmere dich um Jo, versuch es, ja? Dafür deine Geduld, du bist jetzt offiziell angemeldet. Perfektes Timing. Wir können jetzt an der Blaubeliga antreten. Normalerweise müsstest du am Anfang gegen gewöhnliche Schüler der Akademie kämpfen und so in der Rangliste aufsteigen. Aber da du sowohl von Mitgliedern der Top 4 als auch von Direktor Keanu nominiert wurdest, kannst du gleich auf höheren Rang starten. Das heißt, du darfst die Top 4 sofort herausfordern, und zwar in der Basis ihres jeweiligen Areals in der Terra-Kuppel. Ich werde ihr Standort auf deinem Smart-Rotom registrieren. Alter, hat mein Design einfach blau. Okay, wir haben Drache, Fee, Eis, nee, Stahl und Feuer. Um die Trophäe herauszufordern, brauchst du BP. Die hältst du in die Mission erledigst. Ah, ach du Kacke, okay. Sobald du alle Mitglieder der Top 4 besiegt hast, kannst du gegen den Champ antreten. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Blaubeerliga. Du kannst dir selbst aussuchen, bei wem du anfängst. Bevor du gegen ein Mitglied der Top 4 antrittst, gibt es auch immer ein kleines Spielchen. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Na dann, ich warte mal in der Kuppe auf dich. Bis später, Girl. Gut, die Frage ist halt, wie viel BP brauchen wir denn, um einen herauszufordern halt, ne? Kann ich jetzt gleich in die Kuppel reinfliegen oder so? Oh ja, kann ich. Tja. Steht hier mir bei, wie ich brauche? Gut, jetzt ist Platz 5. Mehr. Da steht jetzt nicht bei, wie viel ich dafür brauche, ne? In BB-Punkten. Dann würde ich sagen, fliegen wir einfach mal hin und gucken einfach mal nach, wie viel wir brauchen. Ein bisschen haben wir ja geschenkt bekommen, obwohl wir haben nicht mehr so viel, denn wir haben 200 geschenkt bekommen und 150 mussten wir wieder ausgeben. Das heißt, 50 haben wir noch, plus die 10, die ich schon einmal bekommen habe. Mal gucken wir das einmal nach, wie viel wir brauchen auf jeden Fall schon mal. So, irgendwo hier hinten war der. Ui, also was gerade aufmachen. Einfach geradeaus weiter, bis auch gut. Ah, die Horn, geh weg. Das Ding hier? Nee. Schön falsch. Ah, lol. Ja, ich bin komplett falsch. Hier ist die Arena. Also dieser Look sieht so kacke aus, ne, also mit diesen Würfeln. Also das tut mir echt leid, ne, aber was sie sich da wieder gedacht haben. Top 4 Challenge, bin ich. So, willkommen auf das Warmplatz. Wir sind das Team von Martin, von den Top 4. Du musst Neko sein, du bist hier, um dich der Blaubeerliga zu stellen, oder? Okay, 50 kostet die. Okay, das heißt, wir können die erste Kämpfe heute dann sogar machen hier. Dann, okay. Vielen Dank, hiermit bestätigt deine Teilnahme an der Top 4 Challenge. Warte, ist eine Bestellung für dich reingekommen. Kommt sofort. Hey, du bist das Mädchen aus der Mensa, dein Name war Neko, oder? Da steht man mein innerer Herr gleich auf mittlerer Hitze. Aber lass uns nicht so verloren in der Gegend rumstehen, komm mit.
Schon am engen Spielchen kommen wir erstmal, ne? Ich hab schon auf eine Folge-Herausforderung wie dich gewartet. Krass, dass du dich so schnell traust, gegen die Top 4 anzutreten. Kunde, dass Jon und Levi bei dir auf den Geschmack gekommen sind. Und ehrlich gesagt, geht's mir da genauso. Aber glaub nicht, dass du deswegen von mir eine leichtere Challenge serviert kriegst. Meine Top 4 Challenge lautet, bereite ein folgenscharfes Sandwich zu. Es muss so scharf sein, dass selbst mir der Dampf aus den Ohren zischt. Falls du das einfach findest, kommt hier der Haken. Deine eigenen Zutaten sind tabu. Stattdessen musst du mit den Mitgliedern der Liga AG in der Gegend verhandeln, um die nötigen Zutaten zu besorgen. Wenn du denkst, dass du alles beisammen hast, komm wieder zu mir zurück. Was heißt, du willst wahrscheinlich gegen die kämpfen? Ich muss schließlich mit eigenen Augen sehen, wie du das Sandwich zubereitest. Das Schwierigste beim Kochen ist die Auswahl der Zutaten, als andere ist ein Kinderspiel. Also dann, Neko, willst du dich mal in der Top 4 Challenge stellen? Jo. Okay, warte kurz, ich bereite alles vor. Deshalb musst du die Mitglieder der Liga AG überzeugen, dir ihre Zutaten zu überlassen. Du kannst dir bestimmt denken, welche Zutaten man für ein folgenscharfes Sandwich braucht. Sobald du die nötigen Zutaten gesammelt hast, melde dich wieder bei mir. Gut, dann leg mal los, und zwar jetzt. Okay. Erstmal will ich meinen. Also, ja, wir haben gar kein Team. Okay, das heißt, wir kämpfen doch nicht gegeneinander. Kartoffelsalat, das ist jetzt nicht so scharf, würde ich behaupten. Marmelade und Senf. Senf wäre auf jeden Fall schon mal in Ordnung. Jalapeno wäre wahrscheinlich noch besser. Du fängst uns zugenehmen, mir fehlen noch zwei Zutaten. Ich gebe dir eine vollgeschaffene Jalapeno, wenn du mir dafür rohen Schinken und Olivenöl gibst. Was? Wir brauchen rohen Schinken und Olivenöl. Jetzt ein Ei, das wär's. Marmelade und Senf. Ich hab aber gar nichts, also, hä? Wie fange ich denn hier überhaupt an? Ich habe eine grüne Knalle die Gurke übrig, die man überlassen kann. Ja, ich habe gar nichts. Hä? Okay, ich habe nicht so ganz durchgeblickt, wie es jetzt hier funktioniert. Die wollen alle irgendwas tauschen, aber ich habe gar nichts. Wo man solchen anfangen zu tauschen, wenn ich nichts habe? Warum hast du überhaupt keine Zutat? Komm wieder, sobald du ein paar Zutaten gesammelt hast. Der sagt bloß. Kann ich dir irgendwas aufsammeln irgendwo? Was ist das hier? Ein Hütchen. Wahrscheinlich Streckenbegrenzung. Ja, wir reden mal mit der, die ja gerade am Anfang stand. Da willst du meinen Kartoffelsalat, dann musst du ihn zuerst einen Kampf verdienen. Okay, hier können wir kämpfen auf jeden Fall. Hier mit Kartoffelsalat. Immerhin. Ja. Ich denke, ich glaube, bei mir ist es gerade ist nicht hier. Ah, ne, ich habe eine Maske Goto vorne, aber ne. Okay, dann. Ja, ich bin Erdbeeren hier geil, obwohl jetzt Zapplang ist, hat er auch Schwebe, wa? Erdbeeren wäre trotzdem geil, aber es ist irgendwie auch unpraktisch, wie man halt. Hm, ist alles jetzt kacke hier irgendwie. Ich mach trotzdem Erdbeeren, scheiß drauf. So, gib mir den Kartoffelsalat. Weißt du was, mein Kartoffelsalat meint, dass er bei dir, dass er mit dir mitgehen möchte. Der Kartoffelsalat ist in der Tasche, wird man von ganz allein wieder fit. So, aber da es hier wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird, würde ich heute erstmal die Folge beenden. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.